Die Salzburger bleiben in der Liga weiterhin souverän und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute einiges vor mit Ihnen und mit wir meine ich unseren Sky-Experten und mich, Manuel Radlechner. Servus Manuel. Servus, hi. 3:1 gegen die Admira. Welchen Eindruck hinterlässt die Mannschaft aktuell bei dir? Man hat mehr Punkte als im Vorjahr. Vor ein paar Wochen haben wir noch ein bisschen kritisiert. Ja, aber das ist schon auf allerhöchstem Niveau, dass man da überhaupt nur Kritik äußern darf. Man ist voll auf Kurs. Man hat auch jetzt, denke ich, am Wochenende wieder gezeigt, eigentlich mit einer guten, nicht einer sehr guten, sondern mit einer guten Leistung, dass man eigentlich sehr souverän auch solche Spiele gewinnen kann. Da ist es auch okay, wenn die zweite Halbzeit, ja, denke mal, mit der fünften oder mit dem vierten Gang bestritten wurde. Das hat gereicht. Spannender wird eher im Hinblick dann auf den nächsten Samstag, weil ich denke, da kommt der LASK dann. Das wird dann wieder mal so ein richtiger Gradmesser. Ja, da werden wir noch vorausblicken. Patz und Dacker möchten wir noch kurz zum Thema machen. Der ist nämlich von Ihnen, liebe Zuschauer, gewählt worden. Er hat nämlich das Tor des Monats erzielt und das wollen wir uns jetzt noch mal ansehen. Und da war natürlich die Kombination hervorragend, Manuel. Ich denke, die Entstehungsgeschichte dieses Treffers, genau, war, glaube ich, das Highlight. Wenige, dass er den dann ja so souverän eigentlich dann verwertet. Es ist eben auch ein Produkt gewesen von sehr schöner Passstaffette. Da sieht man ein paar Spieler, die wir momentan leider nicht sehen dürfen bei den Salzburgern, wie den Seko Keita zum Beispiel. Ja, aber er hat es absolut verdient. Absolut. Er ist in einer sehr, sehr guten Form wieder. Ja, und er hat nicht nur das Tor des Monats dann erzielt, sondern er ist auch zum Spieler des Monats Jänner und Februar gewählt worden. Und diesen Award hat er bekommen von seinem guten Freund Enoch Mwepo. Und die beiden haben wir dann noch zum Interview gebeten. Wieder einmal steht er im Fokus. Patz und Acker. Aber nicht nur er. Oder? Wo ist Enoch? Wo ist Enoch? I don't know. Okay. Da ist er ja, Enoch Mwepu, mit einer Überraschung. Zwei Sky Awards für Patz und Daka. I have a present for you, brother. A present for me? Yeah, yeah. For you? So. Wow. Gratuliere. Oh, diese zwei. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Gewählt zum Spieler der Monate Jänner, Februar. Das Tor der Monate Jänner, Februar kommt auch von ihm, Patz und Daka. Hat er sich die Preise verdient? Of course. Ja, das hat er sich verdient. Er hat so gut gespielt im vergangenen Monat. Er war auch unser Spieler des Monats im Verein. Also klar, ja, hat er sich verdient. Der Pass von Rasmus zu Enoch, dann sein Sprint, der Pass zu Seko und Seko zu mir, es war echtes Teamwork und deshalb super. Yeah, thanks to my fans that continue voting for me. Patz und Daka und Enoch Mwepu, zwei Leistungsträger in Salzburg, Freunde das halbe Leben. Vor über 9 Jahren sind sie einander das erste Mal begegnet. Yeah, I would say we have known each other for quite a long time. Now we are. Ja, wir kennen einander schon sehr lange. Jetzt sind wir wie Brüder, unterstützen einander, wo es geht. Es war in der Schulzeit bei einem Turnier. Sie haben die Besten rausgepickt, die das Land Sambia in den Nachwuchsteams repräsentieren sollten. Da war er sofort Kapitän. So haben wir einander kennengelernt und es hat sich in diese Richtung entwickelt, dass eine echte Freundschaft daraus geworden ist. Das ist einfach toll. They selected some quality good players to represent Zambia, of course, for the national team, and he became the captain. So from that moment until now, we have been able to progress in this way, and yeah, seeing our friendship like this, it's amazing. Ende 2019 die Vertragsverlängerung in Salzburg. Der Präsident von Zambia ist stolz auf seine zwei Nationalhelden. Gratuliert über Twitter. It's always nice to be recognized by the president. Es ist natürlich super, wenn man vom Präsidenten so eine Anerkennung bekommt. Es war so besonders und wir dachten, wow, dass wir das geschafft haben. Es ist nicht einfach, es bis hierher zu schaffen, wenn man aus Sambia kommt. Beide mit einer unglaublichen Entwicklung. Der Sprung von Afrika nach Europa zu Liefering und weiter zu den Roten Bullen. Fast schon ein Klassiker, dieser Weg. When you are young, he would be picked for the national team. Patson wurde immer für sämtliche Nachwuchsnationalteams ausgewählt und ich dachte immer, wow, das alles hat mein Freund geschafft. Was muss ich tun, um so zu werden wie er? Diese Frage treibt mich an. Auch das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Er ist meine Inspiration. Who I am today, so it's been like my inspiration. So I think that's, yeah. Sehr nette Worte, so von Freund zu Freund. Very, very much. Und der nächste Schritt?
Mein Fokus liegt nur darauf, dass ich immer das Beste gebe und dann wird der nächste Schritt ganz sicher kommen. Patson Daka und Enoch Mwepu, dankbar und bodenständig. Sie wissen, wo sie herkommen. Wer weiß, wo sie schon bald hingehen. Tja, und die beiden haben schon einiges miteinander erlebt. Und wenn man uns beide übereinander fragen würde, dann würden wir ja genauso voneinander sprechen. Würde ähnlich ablaufen. Kannst jetzt zugeben, ich bin deine Inspiration. Und auch ich würde dir jedem ein Wort geben. Ja, aber sie sind einfach so sympathisch. Man hört ihnen so gerne zu. Wahnsinn, sehr bescheiden, demütig in ihren Aussagen. Ich glaube, es gibt es auch nur im Doppelpack. Also das macht es vielleicht schwieriger. Ja, die Frage ist, wo geht's hin für die beiden? Ist natürlich aufgelegt, dass demnächst der nächste Schritt eben folgt. Christoph Freund hat das auch schon mehr oder weniger bei uns bestätigt, aber hören wir noch mal rein. Beide sind jetzt schon 4 Jahre in Salzburg und haben eine super Entwicklung genommen, aber da kann ich mich nur wiederholen. Beide sind außergewöhnlich gute Fußballer und richtig gute Burschen, einfach Sunny Boys, mit denen man sehr, sehr gerne jeden Tag arbeitet. Und ich glaube, beide werden eine richtig große Karriere machen, weil sie so gestrickt sind und sehr, sehr viel mitbringen für eine richtig gute Fußballerkarriere. Ja, ist es vielleicht sogar schon höchste Zeit, dass sie wieder Platz machen für die Next Generation, damit dieses Import-Export-Geschäftsmodell nicht in Stocken kommt? Ja, das klingt so, weiß ich nicht, wie wenn wir handeln würden, aber ich glaube einfach, dass sie viele Jungs bei uns extrem gut entwickelt haben und dann einen nächsten Schritt gegangen sind und dann auch da sehr erfolgreich sind. Und der Patson und der Enoch haben jetzt also sehr, sehr viele internationale Spiele mit uns gemacht, sind in der A-Nationalmannschaft von Sambia, glaube ich, absolute Schlüsselfiguren und bei uns im Verein. Und natürlich ist es normal, dass große Vereine dann auf solche Spiele aufmerksam werden. Und ich bin auch überzeugt, dass der Enoch und der Patson, dass sie den letzten Schritt hier in Salzburg machen werden in ihrer Fußballkarriere. Und es würde nicht ausschließen, auch dass der nächste Schritt zeitnah bei beiden folgen könnte. Was sagt, dann wissen wir, die haben wir nicht mehr so lange. Die sollten wir noch genießen, die beiden, solange wir sie noch haben. Richtig, und ich habe es auch am Wochenende schon gesagt, ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich die nächsten schon wieder schaffen und hoffen, dass die zwei vielleicht den Club auch verlassen, damit wieder Plätze frei werden für die nächsten Riesentalente, auch wenn es nach Handel vielleicht klingt. Aber Salzburg investiert schon sehr, sehr viel, auch Menschliches, dass sie sich unfassbar wohlfühlen. Ich habe nach dem Spiel mit Slade ein bisschen unterhalten. Er sagt auch, das ist wie eine große Familie. Und ich glaube auch, aus diesem Grund funktionieren die Burschen auch aus allen Teilen dieser Welt so gut, weil sie sich unfassbar gut aufkommen fühlen. Ja, da geht es auch um Integration, auch was die Sprache betrifft. Wir haben schon Wortfetzen auch auf Deutsch von den beiden gehört, Englisch sowieso. Also man hat das Gefühl, sie sind hier eben wirklich integriert. Das ist auch ein Schlüssel, denke ich, zu einer sehr schnellen Integration, dass du ganz rasch auch die Landessprache sprichst. Und auch da weiß ich aus den Kreisen bei Salzburg, dass sie darauf auch Augenmerk legen, dass das schnell funktioniert. Und dementsprechend schnell können sie auch ihre Leistung abrufen. Absolut. Wo soll der nächste Schritt hingehen? Ja, es ist, die Frage natürlich, weil es sind trotzdem zwei unterschiedliche Typen. Funktionieren würden sie, glaube ich, fast bei jedem Club. Will man einen Zwischenschritt einlegen oder doch gleich, wenn es ein Angebot gäbe, gleich zu einem Top-Top-Verein gehen? Das ist auch nicht in Absprache wahrscheinlich auch mit ihren Beratern. Ich kann es auch schwer abschätzen, aber möglich ist für beide alles, weil sie einfach alles auch mitbringen. Also sie werden eine große Karriere machen, das bestimmt, lassen wir bestimmt so stehen. Eine schöne Geschichte gab es auch noch beim Spiel gegen die Admira, nämlich das 1:0 hat Antoine Bernet erzielt. Ja, dieser Antoine Bernet, der hat sich ja schon zweimal das Schienbein gebrochen, eigentlich unglaublich. Und dann eben sein erstes Tor für die Salzburger erzielt. Und jetzt achten Sie mal auf diesen Jubel. Manuel, da ist einiges abgefallen. Noch bei ihm. Ja, ich habe das ja schon gesagt. Ich denke auch, es gibt niemanden, der ihm dieses Tor auch nicht gönnt. Ich meine, es war jetzt nicht so eine schwierige Aufgabe, dass er den noch im Tor unterbringt, aber um das ging es weniger. Die Lions-Geschichte, die er hinter sich hat, ist auch fast einzigartig, weil so eine schwere Verletzung, das zweimal zu durchleben müssen. So ein talentierter Spieler, auch der hat eine Riesenkarriere vor sich. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Deswegen haben wir sie, glaube ich, alle auch so riesig gefreut. Und er selber auch, hat man gemerkt. Absolut. Und jetzt wollen wir ihn hören. Ja, Kühne hat mit ihm gesprochen. 3:1 gegen die Admira, Antoine Bernet, wie war die Leistung der Salzburger dazu? C'était comment aujourd'hui? C'était solide, c'était moyen, c'était superbe, c'était bon? C'était une bonne performance de l'équipe. Après une semaine où on a pu plus travailler sur certains détails, on a su bien commencer, ce qu'on n'avait pas réussi à faire la semaine dernière. Donc c'était surtout une très bonne performance de l'équipe en première période. Also Antoine Bernet spricht von einer schon sehr guten Performance seines Teams. Man hat an Details unter der Woche gearbeitet und war sehr gut vorbereitet in diesem Spiel. Man hat sehr, sehr gut begonnen. Jetzt natürlich zu seinem Tor und dem Jubel danach, nach seiner Leidenszeit. Maintenant à vous, on a vu le joie après le but aujourd'hui, après les plaisirs de Antoine Bernet. C'était comment pour vous? C'était très intense. Vous avez pu le voir sur ma célébration après le but. Comme vous l'avez dit, c'est deux blessures très difficiles que j'ai eues.
J'ai su travailler dur, revenir et je suis très content d'avoir pu aider l'équipe aujourd'hui. Also es war für ihn sehr, sehr hart zurückzukommen und er hat selber angesprochen, man hat es wohl an seinem Jubel gesehen, wie wichtig es für ihn persönlich war nach 2 Wadenbeinbrüchen. Félicitations Antoine et merci beaucoup et à la prochaine. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön für dieses wunderbare Französisch auch an Jörg Kühne. Kompliment. Und man kann auch dem Antoine Bernett eben nur wünschen, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt und eben dann diesen Weg einschlagen kann, den du ihm ja auch prophezeist. Welche Rolle kann er denn auch da wirklich einnehmen in Salzburg jetzt auf Sicht? Also man sieht schon auch, dass er ein Spiel ist, der auch gerne den Ball hat. Der fordert fast jeden Ball, auch egal ob es der Dreieraufbau war oder ob er dann versucht, auch zwischen den Linien sich generell ihm auch anzubieten und eine Anspielstation darzustellen. Er ist ein sehr entspannter Spieler, er ist sehr ruhig am Spielfeld, weil er auch von seinen Fähigkeiten wahrscheinlich auch sehr überzeugt ist. Er verarbeitet die Bälle immer gut, er hat ein gutes Passspiel. Also er und der Slade sind natürlich im zentralen Mittelfeld schon auch so Strategen, die auch das Spieltempo variieren können. Also deswegen bin ich schon der Meinung, wenn der dann nicht noch mehr Spiele bekommt und noch fitter sein wird, dann ist er auch wieder auf diesem Level, wo er vielleicht vor den beiden Verletzungen war. Und dann ist er wieder Thema für andere Mannschaften. Absolut. Und jetzt lass uns noch vorausblicken auf das Schlagerspiel. Das muss man ja so sagen, das ist es ja einfach. LASK gegen Salzburg, Samstag ab 16.30 Uhr live bei uns auf Sky. Ist immer ein Einzelspiel. Ein würdiges Einzelspiel. Ja, also ich freue mich wirklich riesig drauf, weil ich durfte auch das letzte Aufeinandertreffen in Salzburg auch kommentieren. Und da war ich der Meinung, das war schon auch das Treffen der beiden besten Mannschaften Österreichs aufeinander. Niemand spielt so intensiv Fußball wie die Salzburger oder die Linzer. Das muss ich fast in einem Atemzug auch sagen. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Fußball, der da praktiziert wird seit einigen Jahren in Österreich, das ist den Salzburgern geschuldet. Und die Linzer haben das durch Oliver Glasner natürlich auch so mitgenommen. Und darum bin ich gespannt, was sie uns jetzt wieder anbieten beide. Absolut, wir freuen uns auf ein richtiges Highlight, auf ein tolles Fußballspiel, wie gesagt, am Samstag live bei uns auf Sky. Und am Montag sind wir dann eben wieder für Sie da. Danke, Manuel. Und danke auch an Sie fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.